Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. War ein äußerst spannendes Video das letzte Mal, muss ich sagen. Und jetzt wird es wahrscheinlich genauso spannend, wenn nicht sogar noch spannender. Denn jetzt dürfen wir hier durch die Stadt durch und die Universität ausfindig machen. Und uns da dieses interessante böse Buch holen, das der Lucas braucht, um ja für Hugo hoffentlich ein wirksames Gegenmittel gegen seinen Leiden herzustellen. Ja, jetzt haben wir ja festgestellt, hier gibt es eine Fackel in der Mitte dieses Platzes. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt relativ easy hier mit ein bisschen Ignifer gelöst kriegen. Es werden allerdings nicht alle Probleme dadurch gelöst werden, sondern nur... was? Ich habe schon richtig gezielt, oder? Ja. Bin ich zu nah dran vielleicht? Okay, also. Ich vermute. Ah, guck mal, da gibt es Stäbchen. Ich wollte gerade sagen, ich vermute, dass das vielleicht nach einer kurzen Zeit wieder ausgeht. Aber es regnet ja hier gerade nicht. Bei Regen gehen die Sachen manchmal aus, habe ich festgestellt. Im vorletzten Video schon, glaube ich. Und jetzt nehme ich mal an, darüber zu kommen wäre eine ganz gute Idee. Ah, da geht's eh nicht weiter, so wie es aussieht. Oh, hi. Haben sie dich gefuttert, ne? Ist ja lustig. So. So weit, so gut. Sind wir hier. Okay, da kann man wahrscheinlich drüber, drunter, ja, drüber. So, aber da werden mit Sicherheit irgendwo Leutchen rumlaufen. Die Stadt ist so ziemlich leer, ja, die ganzen Leute werden vertrieben von der Inquisition. Oh, guck mal, geht da was? Leider nicht, schade. Ich muss auch sagen, es gab jetzt lange keinen Bosskampf mehr, ne? Der erste Bosskampf war ja im Prinzip... Ja, der ist ja schon ewig her, das war ja gegen diesen Glatzi. Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Was genau, was sie denn... So, alles gut. Ja, ich hätte jetzt hier auch wieder Ablenkung machen können, ne? Irgendwie mache ich es immer sehr offensiv. Erstmal schön gemütlich herlocken und so. Wäre alles machbar gewesen, aber gut. Ja, und auch mal einen Topf schmeißen, ne? Zum Ablenken. Geht ja auch, geht ja alles. Ich denke da meistens gar nicht mehr dran. Ich will einfach nur noch töten. Freunde. Die futtern da. Ich nehme an, da durch. Hier lang wird es nicht gehen. Zumindest nicht arg weit. Genau, bloß bis dahin. Speicherpunkt. Supi. Ist da unten. Kennst nicht genau? So ein Häufchen, so ein merkwürdiges. Ist das Stroh? Oder sonst was? Hallo? Nee? Jemand da? Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns doch hier!
Oh. Ist das überall so? Frankreich zumindest, glaube ich schon, ja. So, jetzt ist da der Weg versperrt. Super Sache. Aber ich nehme an, wir lösen das Problem irgendwie. Wir sind ja klug. Und gewitzt. Ich nehme an, darüber kann man klettern. Nö, kann man nicht, aber hinten rum. Ich habe da was gesehen. Genau. Da geht nichts. Schade. Aber hier geht was. Da ist nämlich Licht. Licht ist immer gut. Was allerdings nicht gut ist, ist die Situation, dass ich gerade nicht weiß, wo lang. Es sieht aber aus, als könnte ich da runtergehen. Also, es ist jetzt so. Ich gucke jetzt nochmal hier. Bis ich vielleicht irgendwo so Holzlatten rumfliegen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, da runter zu gehen wäre jetzt eine nahezu stupide Idee, die ich jetzt nicht in die Tat umsetzen möchte. Da liegt doch ein Pferdchen, oder? Pferdchen? Oder so? Da will ich gar nicht genau angucken. Pferdchen oder Rindchen. Bleiben von dem Viehzeug auch nicht verschont. Wieder Speicherpunkt, ist das geil. Tja, Speicherpunkte finde ich super. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Mhm. Bleib zu hoffen, dass ich... Oh. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Warte, warte, warte. Vielleicht kann ich da was machen. Dann helfen die mir vielleicht. Gott. Nee, komm ich nicht durch, oder? Ah, scheiße, ich hab gedacht, ich könnte die vielleicht irgendwie von dem, vor dem beschützen oder so. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Was wollte ich eigentlich sagen? Also ich hoffe zumindest, dass ich mal innerhalb dieses Videos, was jetzt noch so in etwa 20 Minuten umfassen dürfte, es schaffe, bis an die Bibliothek, bis an die Universität zu kommen. Der Gehängte. Wo? Wenn ich ihn da runterhole. Wer ist gehängt? Was? Ich sehe niemanden. Wo bin ich eigentlich? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Hilfe? Moment mal. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Ich muss das Spiel neu starten. Nee, da bin ich. Ja, okay, alles klar. Da? Der Gehängte, sagt sie. Der Gehängte. Wo ist denn einer gehängt? Moment. Sollte vielleicht in dem Raum einer erhängt sein? Weil er genau wusste, es gibt keinen anderen Weg. Er kann den Freitod wählen oder den... Natürlich! Oder den qualvollen Durchnager. Tut mir leid. Ach, das merkt er nicht mehr. Macht nix. Mit dem Helm? Wo ist der gehängte Helm? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm. Ah, die hätte ich auch machen können. Okay. Naja. Alles Kollateralschaden. Was hier passiert. Das ist natürlich eine dumme Idee jetzt gewesen. Das ist ja total stupide jetzt, ne? Ich habe gedacht, die klettert auf den Tisch dann. Habe ich echt gedacht. Natürlich ein bisschen doof. Muss ich das Ding hier nochmal runterholen. Aber gut, das ist ja nicht das Problem. Tut mir leid. Hat den Vorteil, dass ich mir das Ignifer, den Devorantis spare. Den Ei, den ich hier eigentlich umsonst verschieße. Sind die Ratten auch ein Stückchen weiter weg. Das passt. So. Genau, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Sehr schön. Kann ich das auch noch holen? Ein Webstuhl ist das, für den Fall, dass das keiner kennt. Das ist tatsächlich ein klassischer alter Webstuhl. Daran kann man weben.
Teppiche und so. Ne? Wandteppiche. Perser glaube ich weniger, dafür sind wir im falschen Land. So, hallo. Oh, ein Bettchen. Oh nein. Ugh. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Ja, also zugedeckt. Oh, ja, auch ein Kind dabei. Mhm. Wann nimmt das endlich ein Ende? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel noch hat. Vielleicht informiere ich mich mal bei Gelegenheit. In welchem sind wir? In 9, ne? Soweit ich weiß. Ich werde das bei Gelegenheit mal googeln. Wäre auch interessant zu wissen, wie lange das noch ungefähr dauert. Ich ungefähr weiß, wo ich stehe. Ich spiele nun auch einige Stunden inzwischen. Da möchte man auch gerne wissen, was hat man denn erreicht. Sie wurden alle hingerichtet. Oh, Jesus Christ. Schon dabei bist. Auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Alles klar, von hier aus werde ich den fast nicht treffen. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ich komme da eh nicht durch. Siehste. Ach da. Ja, muss ablenken. Da hast du recht, Fräulein. Wir müssen das machen. Der steht immer noch da. Ich probiere es trotzdem. Ah, da geht's nach oben. Das ist eine gute Idee. Gehen wir hoch. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Von da oben natürlich. Oh, bin ich doof. Manchmal bin ich schon doof. Ich weiß. Verschlossen. Milli. Ach, bist ja gar nicht hier, ne? Hm. Hast dich ja abgeseilt. Okay, ja, nee, da muss ich mich wahrscheinlich doch da hin. Ein bisschen anschleichen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die Ratten, die da hinter der Mauer sind, da so viel abgelenkt werden. Ich könnte natürlich auch einfach eine von den Erhängten da runterholen. So brauche ich aber Steine. Ich guck mal. Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Ach. Jetzt, wo du es sagst. Aber es reicht nicht für alle, ne? Ich brauche 2 Gehängte. Vielleicht gerade einen, der ein bisschen näher dran hängt. Sieht gut aus, oder? Sieht das gut aus? Ich weiß es nicht. Sieht ganz gut aus, ne? Gut. Boah. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Ich riech's, glaube ich. Du machst das für ihn. Frage ist, ist das die richtige Richtung? Ich denke, das ist denkbar die falsche. Oh, guck mal. Das klebt. Das klebt? Hier geht. Danke. Ah, super. Weiß ich das auch. Ich weiß, dass es klebt und riechen kann ich's. Nein, ich kann es natürlich nicht riechen. Bin froh, dass das so ist, dass ich es nicht riechen kann. Da jetzt drüber zu jumpen wäre auch Blödsinn. Da jetzt rüber zu jumpen wäre noch vertretbar. Dann mache ich da mal an. Ne, warte. Ich habe das falsche angewählt. Ne, ich habe das Devorantes noch. Ich brauche Ingefähr. So, jetzt. Was? Was? Oh ja. Das ist scheiße. Hätte ich gar nicht gesehen. Hätte ich vielleicht. Ich muss ein bisschen besser drauf achten, ob da Leute ringsrum stehen. Ist echt wahr. Kann ich denn von dem. Also, das ist ja schon ganz geil, das Zeug, ne? Muss ich gleich wieder machen. Aber mehr als eins kriegst du da bald fast. Ne, kriegst du nicht gemacht. Aber jetzt können wir dem wenigstens gleich wieder sein Häufchen abnehmen da.
Okay. Bisschen besser auf diese Sachen achten, ne? Wenn es geht. Da wollen wir nicht rein. Darüber wäre vielleicht gar nicht so übel, weil da kommen wir nicht durch. Sind dann doch ein bisschen zu viele Ratten. Ja. Da gibt es Stöckchen. Habe ich gesehen. Da, ne? Da, hier. Gucken. Stöckchen. Warte, ist das eine Leiter da? Ne, sah gerade komisch aus. Sah gerade echt aus wie eine Leiter. Ich könnte auch mal wieder einfach so einen Topf werfen, ne? Ich hab's ja. Ich hab ja einen Topf. Dass ich immer so die wertvollen Rohstoffe vergeude, ne? Ist egal. Es hilft ja. Wer sind Sie? Kann ich Ihnen helfen? Was kann ich gegen Sie tun? Nichts. Okay. Also. Liebe Freunde. Ich nehme an, Hölzchen da anzünden, ja, und dann da irgendwie durch, schätze ich. Ich weiß es aber nicht. Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich wüsste nicht, wo es sonst lang gehen soll. Wir werden das einfach probieren. Wir haben Glück, dass die Speicherpunkte bzw. die Checkpoints großzügig gesät sind. Deswegen macht es jetzt auch nichts, wenn wir nochmal sterben. Wir sterben ja eh des Öfteren. Habt ihr schon festgestellt. Ja, man kommt nicht drum rum. Hallo. Servus. Tag. Mhm. Naja, macht ihr mal. Ne? Super. Geht's hier rein? Nö, leider nicht. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich aber sowas. Jetzt bin ich echt am Arsch. Ich bin am Arsch, Leute. Ja. Ich habe gewusst, dass das passieren würde. Okay. Naja. Topf? Komm, ich werfe den einen Topf. Erstmal müssen wir ihn natürlich ausrüsten. Wie jetzt? Natürlich. Wieso willst du den nicht werfen? Toll. Will sie nicht. Ja gut. Dann machen wir halt das doch so. So. Also nochmal Ignifer. Da vorne an die Fackel. So. Also, wir haben festgestellt, hier hinten rum ist irgendwie doof. Da kommen wir dann doch nicht wirklich irgendwo hin, ne? Das heißt. Hä? Ach, Moment mal. Ne, da sind wir rausgekommen. Okay. Ja, ja, alles ist gut. Dann wäre es natürlich eine Idee, hier wieder reinzugehen. Oder? Ist das eine Idee? Ich weiß es nicht, ob das eine Idee ist. Aber. Ich meine, ich könnte natürlich. Jetzt hat ihr das Ding genommen. Das will ich doch gar nicht. Ist egal. Ist egal. Okay. Also. Oh, hier nochmal so einen kleinen Checker, ob irgendeine Tür vielleicht doch aufgeht. Nee. Da drüber klettern ist nicht, oder? Nee. Also, ich nehme an Stöckchen und dann hier rein. Und dann darüber. Jupp. Machen wir. Was ist da unter. Oh. Nicht hinsehen. Nee, nee. Nicht hinsehen. Ich gehe mal da raus. Fühle mich sicherer. Okay, da ist jemand. Gut, gut. Ist da hinten noch jemand? Ich teste das mal. Vielleicht kann ich hier irgendwas werfen. Die wirft das. Die will das nicht. Ach doch.
Du kannst doch. Da ist niemand? Okay. In Ordnung. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Alles ist gut, alles ist fein. Vielleicht. Ich probiere mal. Vielleicht ist er so dumm und rennt in die Ratten. Vielleicht ist er so dumm. Mal gucken. Ein komisches Geräusch. Nichtsdestotrotz rüsten wir schon mal Devorantis aus. Ah, der hat eine Fackel auch. Doch, Devorantis könnte sicherer sein. Was war das? Ich sehe mal nach. So. Fackel aus. Jetzt müssten sie doch hingehen, oder? Machen sie nicht. Doch. Doch. Okay. Da komme ich nicht durch. Hm. Klingt das was hier drüber? Nee, dann bin ich auch mittendrin statt nur dabei. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Vielleicht. Ist echt geil. Da habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe mich ja selber ein kleines bisschen reinbuxiert in die Scheiße. Was ist denn jetzt, wenn ich hier reingehe? Dann bin ich auch tot, oder? Ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht. Es ist so. Naja, da wollte ich nicht reingehen. Aber wir haben doch noch irgendwas, was man in die Ratten schmeißen kann. Wie hieß denn das? Okay. Also. Die Frage ist nun. Bringt mich das wirklich weiter? Ich probier's mal. Alles klar. Aber jetzt bin ich die hier los. Naja, so einigermaßen. Die haben Nachschub. Die kommen wieder. Oh je! Yeah. Eigentlich, ich glaube, da von den Sachen kann man immer nur eine bauen. Da hinten sehe ich gerade. Da kann ich das da entzünden. Interessant. Und jetzt kann ich vielleicht das Häufchen Ratten hier irgendwie. Komm, probieren wir es. Geilomat, Alter. Alter, ist das geil. Ich habe Feuerchen gelegt. Das ist ja schön. Das gefällt mir. Ich hatte ja mehr oder weniger vergessen, dass ich das auch noch habe. Wieso ist die leer? Ist doch gar nicht leer. Okay, also Videolänge geht auch so langsam. Also so langsam kriegen wir sie. Universität noch nicht erreicht. Hey, hört mal auf hier, Jungs und Mädels. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir das so. Ich muss ja nur bis davor kommen. Dann bin ich ja eigentlich sicher. Ja. Gut. Da jetzt rum ist doof, ne? Oder? Nö, geht. Aber immer schön Abstand halten. Steinchen brauchen wir immer. Also, ich denke, ich muss da lang. Da muss ich durch. Hier wird nichts gehen. Nicht wirklich. Zumindest. Nee. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ja dieses. Wie heißt es denn? Luminosa noch habe. Ich werde mir vorsichtshalber gleich wieder eins davon bauen. Genau. Davon geht wahrscheinlich auch bloß eins, deswegen kann ich auch nicht mehr machen. Davon werden wir vielleicht mal wieder was produzieren. So, jetzt sind wir eigentlich. So, jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Oh, geschafft. Ist jetzt zwar, glaube ich. Aber den Gestank werde ich nie vergessen. Kein optimales Rohstoffmanagement, was ich hier betreibe, aber. Zumindest bin ich mal für den Fall der Fälle gerüstet. Es kann auch mal wieder direkt vor mir einer stehen und dann haue ich dem einfach das Zeug in die Fresse. Das ist schön.
Sieht ja auch alles sehr schön aus, muss man sagen. Ne? Trotz allem, was hier abgeht. Aber ah, das haben sie super gemacht. Das ist ganz, ganz fein. Sehr hübsch. Nun, ich würde sagen, super Stelle, um das Video zu beenden. Es bleibt spannend, ja. Universität leider noch nicht erreicht. Wird dann vielleicht im nächsten Video. Ihr seht aber selber, dass das hier alles gar nicht so einfach ist. Man muss ein kleines bisschen schleichen, man muss ein kleines bisschen aufpassen. Dann stirbt man halt doch wieder dreimal und muss an einem gegebenen Checkpoint dann wieder anfangen. Ist aber soweit alles super. Also von dem her, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch ganz sehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.